Auf dem Weg zum Erfolg ersticken drei Hauptfeinde jede positive Entwicklung im Keim. Diese Hauptfeinde verhindern, dass jemand sich als Person verändert. Diese Feinde sind erstens Arroganz. Haben Sie Menschen kennengelernt, die auf alles mehr Antworten als Fragen haben? Wie Goethe schon feststellte, die meisten Menschen wollen etwas sein, keiner will etwas werden. Zweitens, Ignoranz. Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht bereit sind, sich zu öffnen, um unvoreingenommen Neues zu prüfen. Drittens, negative Beeinflussung. Wir müssen uns bereits frühzeitig mit Menschen umgeben, die uns in einer Art und Weise beeinflussen, die unserem eigenen, selbstgewählten Ziel dienlich ist. Wir werden etwas durch unser Werk. Dadurch, dass wir hart auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten, wachsen wir mehr als durch irgendetwas sonst. Wir tun die richtigen Dinge mit der richtigen Einstellung. Nur in diesem Fall werden wir unser gewünschtes Ergebnis sehr schnell erzielen. Der schnellste Weg, unsere Persönlichkeit weiterzuentwickeln, ist, das für uns Richtige mit der richtigen Einstellung zu tun. Gewinner verlieren keine unnötige Zeit, indem sie auf bessere Umstände hoffen. Sie wissen, dass die Umstände sich automatisch positiv verändern werden, wenn sie sich mit großer Begeisterung auf eine gute Arbeit stürzen. Gewinner werden etwas durch ihr Werk. Sie wissen, dass ihre Talente ihnen einen Platz auf diesem Planeten schaffen. Denn erst wenn unsere Gründe so stark sind, dass wir unsere Ziele tatsächlich erreichen müssen, entwickeln wir spezielles Verlangen, spezielles Interesse und spezielle Bereitschaft. Und dann ist es auch nicht wichtig, was die anderen sagen, denn dann ist ihnen ihr Ziel wichtiger als die Meinung der anderen.